Genau, mein Name ist Jörg Engster, ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Die Informationsgesellschaft und weil der Name so sperrig ist, haben wir unser Produktportfolio für Museen unter dem Namen Expedio zusammengefasst und wir sind 15 Leute und kümmern uns um analoges und digitales Storytelling im Museumsbereich. Genau, und ich bin Armin Schütter von der Botanica in Bremen und wir sind ein sehr kleines Team und wir müssen uns auch um das Thema Inklusion kümmern. Da sind wir natürlich alle zu verpflichtet und da brauchen wir natürlich externe Hilfe und dann sind wir an Herrn Engster herangetreten, oder besser gesagt, wir haben eine Ausschreibung gemacht und Herr Engster hat sich beworben mit seiner Firma und hat den Zuschlag bekommen und jetzt wollen wir ein bisschen das Projekt vorstellen und die Ergebnisse, die wir da gemacht haben. Aber der große grüne Knopf. Der große grüne Knopf. Ach, das jetzt am Laptop? Die Maus einfach, genau. Nee, einfach klicken. So, wir nehmen Sie einmal mit auf eine Reise nach Asien. Geht nicht automatisch, ne? Da nicht. So, und zwar hier sind wir einmal in Borneo, einen kleinen Blick ins Dickicht, weiter nach Neuguinea und hier ist ein Hampatong, das ist ein Erinnerungsmal an Vorfahren. Hier sind wir jetzt schon in Nepal gelandet, geht ruckzuck bei uns und hier sieht man nämlich gleich schon die Auflösung. Wir sind nämlich in einem Schaugewächshaus in Bremen und dort haben wir die asiatischen Naturstandorte vom Rhododendron wiedergegeben. Also Bremen hat, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, die weltgrößte Sammlung an Rhododendron. Und da gibt es einen großen Teil nicht winterharter Arten und die befinden sich in unseren Schaugewächshäusern der Botanica. Das gibt es einmal einen tropischen Teil und einen kühleren Teil, also den Himalaya-Schaubereich. Und das Thema Inklusion war damals zu der Bauzeit 2002 jetzt noch nicht so groß mitgedacht worden. Und zwar ist die Idee gewesen, eine naturnahe Landschaft zu erschaffen, die natürlich dann auch eine Topografie hat, wo man Schlingpfade hat, wo einem Pflanzen ins Gesicht hängen, irgendwelche Klima Bereiche getrennt werden müssen, die natürlich dann auch für bewegungseingeschränkte Menschen schwierig ist. Aber auch diese Optik dieser Länder wollten wir natürlich auch nicht mit Riesenschildern irgendwie kaputt machen, dass man dann alles Mögliche erklärt dort. Und deswegen haben wir in dem Bereich sehr viel Führung und Unterstützung angeboten im analogen Bereich. Also als Mitarbeiter, dass wir, wenn jetzt eine Gruppe, also wir haben auch Führung angeboten für blinde Menschen, für taubstumme Menschen und dass die dann in Gruppen gekommen sind. Aber wir natürlich auch wollen, dass die Leute auch privat und einzeln kommen und individuell kommen. Und deswegen war die Idee, dass wir einen analogen, interaktiven Teil schaffen, um einerseits diese Landschaft, die wir dort haben, nicht mit analogen Schildern zu überfrachten und dass wir dann ganz viele Ebenen schaffen können in dem interaktiven Bereich, wo wir möglichst viele Menschen ansprechen können und dort erklären können. Es gibt einmal einen Reisepass, also den gab es früher schon, den gibt es jetzt immer noch. Und mit dem kann man sozusagen einmal durch die Länder reisen, die wir dort wiedergeben. Da gibt es solche Stempelstationen, das ist jetzt Bereich Borneo, das ist schon in dem neuen Layout, die gab es aber noch vorher auch schon. Das heißt, dass man sozusagen damit das ganze Haus erkunden kann und ja, sozusagen auch alle Bereiche wiederfindet. Also dass man weiß, was man überall war. Besonders interessant für auch kleine Kinder ist das. Also die sind natürlich immer ganz wild darauf, irgendwelche Stempel zu sammeln, rumzulaufen. Und dort sind natürlich auch Erklärungen zu den verschiedenen Häusern wiedergegeben. So, und ich glaube, jetzt übergebe ich einmal an Herrn Engster. Jetzt gehen wir in den interaktiven Bereich. Also unsere Aufgabe war es, diese Bereiche, die wir haben, also wir haben in dem Haus haben wir verschiedene Themen, die wir da bieten. Also wir haben das Thema Buddhismus, weil es natürlich in den Ländern ein ganz großer Bereich ist. Wir haben diese Rhododendron, also Pflanzen ist bei uns ein großes Thema. Wir haben Tiere,
Das ist ein großes Thema. Und diese Bereiche, also Menschen kommen natürlich mit verschiedenen Interessen zu uns. Einen möchten da ruhig irgendwie sitzen und Tee trinken und die anderen möchten ein bisschen Action haben. Und dass wir dann gesagt haben, wir gucken jetzt mal, welche Zielgruppen haben wir, welche Gästegruppen haben wir und versuchen da dann diese Themen auch zu trennen und dann zu sagen, okay, jetzt kommt jemand, der möchte nur was zum Thema Buddhismus, Hinduismus erfahren, zu den ethnischen Exponaten, die wir haben, und den nehmen wir dann mit auf die Reise durch das Haus und dann halt eben analog, digital in Kombi. Genau, das war dann ungefähr der Punkt, wo wir dann ins Spiel gekommen sind. Also die Themen, die waren schon fest. Also, und die ganze Idee, dass man sagt, okay, wir machen so eine interaktive Reise, die hat uns einfach gefallen. Das war schon in den Ausschreibungsunterlagen drin. Und das war so, wo wir dachten, Mensch, das ist ja eigentlich eine total tolle Sache eigentlich. Also dass man dieses analoge Reisen mit dieser Metapher mit dem Reisepass und Stempel überführt. Und dann ging es eigentlich los. Und ich sag mal, das war wir haben so ein bisschen gedacht, wie würde es man selber machen, wenn man eine Reise macht. Ne? Also man sucht sich erstmal ein Reiseziel aus. Das war jetzt schon gesetzt, das war Asien. Dann sucht man sich die Themen aus, da war eben auch schon wunderbare Vorarbeit geleistet worden. Und unser Part war dann eher zu sagen, okay, wenn man selber mal Urlaub macht und man ist vielleicht in exotischen Gebieten, da braucht man ja so einen Guide. Ne? Das ist ja so, man hat dann so einen Local Guide, der führt einen dann in die Bereiche, in die man sonst auch gar nicht hinkommen würde vielleicht. Und das heißt, unsere erste Aufgabe bestand darin, eigentlich so Reiseführer zu finden und zu entwickeln. Letztendlich ist es natürlich, das ist vielleicht noch vorweggestellt, nachher eine mobile Anwendung geworden, die man auf seinem eigenen Smartphone ausprobieren kann. Ich kann mir auch Leihgeräte nehmen. Und wir haben eben 6 Protagonisten entwickelt. Es gibt den Reisenden, der die Highlights macht, den sehen wir gleich nochmal in Ruhe. Dann gibt es die Schmetterlingsforscherin, da haben wir so ein bisschen so das Klischee einer historischen Schmetterlingsforscherin gespielt. Ich werfe das mal kurz an, die Bildqualität ist nicht ganz so optimal, das hat mit irgendeinem Codec wohl zu tun, aber dann kriegen Sie einen Eindruck, wie das funktioniert. Ich bin Lucia und ich bin Schmetterlingsforscherin, also eine Lepidopterologin. Prachtvoller Garten hier, nicht wahr? Warum ich mich auch für Pflanzen interessiere, wenn auch Schmetterlinge mein Forschungsschwerpunkt sind? Klar, Insekten brauchen Pflanzen in mannigfaltiger Hinsicht. Als Sprech mal ab. Ne? Das war dann auch witzig, das zu schreiben. Ne? Also so das Begriff mannigfaltiger Hinsicht, das habe ich schreibe viele Texte so, aber den Begriff hatte ich einfach noch nicht verwendet. Mal sehen, ob ich ihn irgendwann mal wieder verwende. Dann werde ich an die Schmetterlingsforscherin auf jeden Fall denken. Der Tierpfleger ist eine Kinderführung, da wird man an die Hand genommen und wir haben immer so kleine Storys entwickelt. Also die Schmetterlingsforscherin ist heiser, die gibt einem dann das Forscherbuch, das kann ich dann digital durchblättern, muss dann meine Hinweise finden. Der Tierpfleger hat gerade wichtigere Dinge zu tun, das heißt die Tierpflege muss jetzt dummerweise von den Kindern eben gemacht werden. Die Artenschützerin ist eine Führung, die sich eher an so junge Erwachsene wendet und die thematisiert einfach mal so ein bisschen Nachhaltigkeit, den Klimawandel etc. Und dann gibt es Patrick. Patrick macht die, ich sag mal, spirituelle Reise mit ihm. Wir haben ja schon gehört, dass man so ein bisschen eben auch das Thema Buddhismus da hat. Und es gibt eben viele Leute, die einfach die Botaniker, und das ist wirklich, kannst du nur empfehlen, natürlich ein wunderbarer Ort, besuchen, um eben zur Ruhe zu kommen. Ne? Und da haben wir eben eine Führung entwickelt. Auch die spiele ich einfach mal kurz an. Hallo. Ich bin Patrick. Ich grüße dich auf deinem Wege durch die Botanika. Lass uns gemeinsam Achtsamkeit erfahren und uns mit der Natur und Spiritualität verbinden. Weiter. Ich verrate jetzt nicht zu viel, Herr Schlüter. Das ist die Spur, wir evaluieren das gerade, die am meisten polarisiert. Also man kann diesen Menschen entweder lieben oder hassen. Also in den vielen Evaluationsbögen ist es so, ja total, ich habe zur Ruhe gefunden, es hat mich ja so bewegt und war ganz total toll. Und manche Leute sagen, die wollen eigentlich nur schütteln, damit er schneller redet und jetzt endlich mal zur Potte kommt. Und das sozusagen wird auch viel vermittelt. Also man erfährt so nebenbei, das macht er ganz geschickt, eben auch was über Buddhismus und Siddhartha Gautama und so. Das wird alles transportiert. Aber der macht einem einfach konsequent Atemübungen mit einem und sagt, jetzt setz dich mal hin, jetzt versuche mal den Rhododendron zu riechen. Also wie gesagt, also es gab immer so, wenn man so diese Evaluationsbögen mit den Sternchen hat und so, dann ist das bei dem, da gab es keine Mitte. Ne? Also es gab entweder nur super oder furchtbar.
Und vielleicht nochmal als Gegenteil, die Pflanzenspur, da haben wir dann gedacht, naja, wir haben uns Gott sei Dank dagegen entschieden, jetzt einen Schauspieler, einen armen Schauspieler in ein noch armseligeres Pflanzenkostüm zu stecken. Da haben wir dann entsprechend einen Charakter entwickelt. Also das ist so, die Story dahinter ist, dass die Pflanzen es irgendwie geschafft haben, sich in das Handy des Besuchers einzuhacken. Und jetzt wollen die Pflanzen endlich mal mit dem Menschen reden. Und die drängeln sich so, also wird sozusagen immer so ein bisschen ans Mikrofon. Es gibt einen Wortführer, das ist dieses Wesen, das seine... seinen Charakter auch ganz am Ende erst offenbart, was oder wer er denn überhaupt ist. Die Szene möchte ich Ihnen zeigen. Das heißt, jetzt ein bisschen für die, die es erleben wollen, ein bisschen spoilern, aber... Yay! Alles richtig gemacht! Ich bin übrigens auch ein Pilz. Aber nicht ganz so riesig. Dann hätte ich ja in die Botaniker gar nicht reingepasst. Auch so witzig, dass die Pflanzen mich... Weiter. Also der spielt auch so ein bisschen mit dem ganzen Klischee, die man so aus Webkonferenzen kennt. Ne? Manchmal gibt es eine Bildstörung und dann klopft er so ans Mikro und so, hört man mich überhaupt und so, ich glaube, ne? Und genau, wir haben da ein bisschen augenzwinkernd gearbeitet und da merkt man auch, das ist natürlich auch eine Führung, die sich auch an ein junges Publikum so ein bisschen wendet. Genau, die anderen, wie gesagt, gucken wir uns in Ruhe und machen dann vielleicht nochmal den Reisenden, damit sie den Eindruck bekommen, wie die Verbindung... Wir sind hier an einem meiner absoluten Lieblingsplätze angelangt. Am Wasserfall. Ich kann sein Rauschen hören, die Frische spüren und kann in aller Ruhe den liegenden Buddha betrachten. Vielleicht sollte ich etwas mehr erzählen über diese Figur. Sie zeigt... Also wir haben so ein bisschen die Illusion schaffen wollen, dass da wirklich jemand ist, der mit mir da durchgeht und sagt, ah Mann, das fällt mir gerade noch ein und dies und das. Und der sozusagen wirklich auf so einer sehr menschlichen, dramaturgischen Ebene arbeitet. Viola, Artenschützerin, immer unterwegs in der Weltgeschichte, die chattet mit einem mehr. Ne? Da kommt so Videocalls rein, also Fake-Videocalls. Also die spricht dann eben auch passend zur Zielgruppe eine ganz andere visuelle Sprache, ne? Und schreibt dann Nachrichten etc. Und wie schon eben erwähnt, die Schmetterlingstour, die gibt einem einfach digital das Forscherschreibtisch. Das ist eine Spur, die ich mit einem ausgeliehenen Tablet erlebe. Und da muss ich meine Punkte auch finden. Das ist so ein bisschen, also manchmal haben wir so versucht, so ein bisschen Escape Game Charakter reinzubringen. Das heißt, ich muss so Hinweise suchen, wissen, wo ich hingehen muss, kriege Aufgaben, wie zum Beispiel so ein besonderes Blatt zu finden, es zu fotografieren. Und dann gibt es so eine kleine Augmented Reality Geschichte, dass ich dann so ein Schmetterlingsei habe und dann muss ich das füttern, so Tamagotchi-mäßig. Und dann habe ich irgendwann die Raupe, die verpuppt sich. Und wenn ich das dann gut gemacht habe, kommt dann per Augmented Reality dann eben auch so ein Schmetterling, den ich da sehe. Das ist ganz toll animiert und genau, nochmal vielen Dank an das 3D-Team, die da das Ding gebaut haben. Und viele kleine Minispiele, die generell eingestreut sind. Von kleinen Moorhuhn-artigen Spielen, ne, da gibt es dann das wieder mehr für die ganzen Kleinen. Da gibt es so eine kleine digitale Fliege, die so ganz doof immer auf dem Display rumläuft. Und dann kann ich halt per Knopfdruck das Chamäleon mal in Aktion begeben. Das ist auch ganz gut zu sehen. Das ist auch ein Lerneffekt, weil das Chamäleon, ohne dem guten Pascal, dem Chamäleon Pascal zu nahe zu treten wollen, Pascal ist sehr alt und wenn der gefüttert wird, dann kommt so in Zeitlupe, kommt so eine Zunge raus und manchmal schafft das dann so ein Insekt zu erwischen und damit die Leute nicht denken, Mensch, so ein Chamäleon habe ich mir anders vorgestellt. In dem Spiel ist es dann so in der erwartbaren Geschwindigkeit eigentlich. Es gibt so Simulationsspiele und eine schöne Überleitung zum Time-Inklusion. Wir haben eben versucht, wirklich auch für die Menschen mit Barrieren eben auch diese Spiele in irgendeiner Form zugänglich zu machen. Ne, wo mit Audio gearbeitet wird, wird dann vielleicht mehr mit sozusagen Text gearbeitet etc. Es wurde mit leichter Sprache gearbeitet. Also wir haben gesagt, okay, wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass eben auch diese Spieleebene sozusagen auch für alle wirklich erfahrbar sind. Genau, jetzt haben wir also gesagt, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir jetzt das Thema Inklusion, also Herr Engster, was Herr Engster gerade erzählt hat, ist ja eigentlich nur, wir haben verschiedene Spuren, Abenteuerwege durch das Haus mit verschiedenen Themen. Und jetzt müssen wir auch gucken, dass wir auch die Menschen, die sozusagen Beeinträchtigungen haben, dass wir die natürlich auch zu uns holen können, dass die das auch dort alles erleben können. Und da haben wir natürlich bauliche Problematiken. Ich habe ja eben erzählt, wir haben ein topografisches Haus, wir haben Bachläufe, wie hier zu sehen, wo natürlich gedacht worden ist, man baut das jetzt schön, als würde man durch den Dschungel laufen.
was natürlich für einen Rollstuhlfahrer oder jemanden mit Rollator ein bisschen schwieriger ist. Und da haben wir natürlich einzelne Punkte aufgegriffen, die wir jetzt ein bisschen abgemildert haben. Also es ist jetzt zum Beispiel eine Brücke über unserem Bachlauf. Die kleinen Kinder können immer noch links da durchs Wasser hüpfen, aber halt mit dem Rollstuhl kann man dann rechts über die Brücke rüber. Eine Steigung gibt es trotzdem noch bis dorthin. Das heißt, es ist immer noch ein bisschen schwieriger. Also wir sagen natürlich, wir sind bedingt behindertengerecht, sagen nicht, wir sind komplett barrierefrei. Das können wir und wollen wir auch gar nicht. Sonst müssen wir tatsächlich das ganze Gebäude ebenerdig einebnen und dann könnten wir irgendwann barrierefrei sein. So, wir haben angefangen, ein Leitsystem einzubauen, dass die Leute also mit Sehbehinderungen durch das Haus kommen können. Das ist jetzt der Außenbereich, wo die Pflasterung genommen worden ist mit irgendwelchen Aufmerksamkeitsfeldern, wo dann auch auf irgendwas hingewiesen wird. Und diese Bereiche erweitern wir auch noch im Innenbereich. Und wir haben ganz tolle taktile Platten auch, die man dann abtasten kann, wo man verschiedene Informationen bekommt, wo der normale Leser Informationen bekommt, aber auch jemand, der es halt nicht sehen kann. Und auch unten in der Ecke noch ein QR-Code dazu, dass man dann nochmal eben sich aufrufen kann zur leichten Sprache oder sich das auch vorlesen lassen kann. Genau, hier ist nochmal die Tafel. So, hier ist nochmal ein, nee, doch nicht, da war ein Video, ne? Ja. Da war ein Video. Moment, wo ist es? Nee. Ja, ich glaube, man kommt da jetzt schwer zurück. Oder darf ich mal? Na, ist jetzt auch nicht so weiter wild. Dann gucken wir uns die taktilen. Genau, hier haben wir nochmal ein taktiles Element, wo man dann jetzt, also wir haben Gibbons im Haus, also einmal sehen kann, wie Gibbons hangeln oder halt ertasten kann, wie die hangeln, wie groß die sind, wie die Hände sozusagen strukturiert sind, also die eigene Hand auch mal drauflegen und zu gucken, wie sind da die Unterschiede. Und eben in dem Video davor war dann ein Beispielvideo für deutsche Gebärdensprache, wo dann halt auch diese Videos dort erklärt werden und auch als Unterstützung dargereicht werden. Dann haben wir noch verschiedene Fühlboxen, haben wir auch, wo man dann auch im Prinzip Leute, die jetzt das nicht so gut, also die nicht gut sehen können, wiederum Vorteil haben, um irgendwelche Rätsel zu lösen. Jo, jetzt ist Herr Engster noch mal ganz schnell. Jetzt bräuchte ich noch eine Minute, um ganz schnell durchzuklicken. Genau, das Thema Immersion, zu Deutsch eigentlich einfach das Eintauchen in eine Erlebniswelt, haben wir auch eben sowohl analog als digital beantwortet. Analog quasi dieser wunderbare Container, der eigentlich nur als Unterstand diente, damit man die Gibbon im Außengehege beobachtet, nicht nass wird. Da gab es halt diesen Euro-Container. Und den haben wir dann quasi umgebaut und in eine Rescue-Station sozusagen versucht umzuwandeln. Also wir simulieren da so ein bisschen, wie das ist, wenn man eben im Dschungel wäre und dann improvisieren muss und dann so einen Container hat und so einen alten Spinnschrank reinstellt, so eine Holzvertäfelung. Es gibt auch einen Forscherschreibtisch, da gibt es dann wieder digitale Medien, die man einbauen kann, aber eben so ein bisschen mit künstlicher Patina. Sie sehen, das ist alles nicht angerostet in echt, das sind alles Folierungen, die da sind. Und wir haben eben nicht die Designer-Hocker genommen, sondern die Hocker aus Kunststoff, die man dann vor Ort dann vielleicht auch verwenden würde. Hier nochmal der Blick auf den Forscherschreibtisch. Und jetzt gibt es noch zwei Highlights. Eine am Beginn, dass wir sozusagen alle Protagonisten nochmal als Hologramm auftreten lassen. Das ist die Armada der Hondo-Boxen. Die sind mobil, die kann man auch im Foyer verteilen. Und da gibt es immer ein reales Objekt und eben einmal das digitale Pendant. Also da kommt dann der kleine Charakter sozusagen wie durch Zauberer reingelaufen, interagiert mit dem Objekt so ein bisschen. Und über den Barcode kann ich mir dann über die Führung dann mich informieren und sie vielleicht auch buchen. Man kann sowas unglaublich schlecht fotografieren und filmen, aber hier sieht man, das ist halt das reale Buch quasi der Schmetterlingsforscherin und sie läuft da rein, stellt sich da drauf und man hat sie dann in einer Animation. Hier ein Blick in die Dreharbeiten, wo man dann so eine Holobox auch hatte und während der Tierpfleger mit so einem grünen Tennisball interagiert im Greenscreen-Raum, konnten wir dann gucken, passt das alles, ne? Weil wir mussten auch Kulissen bauen, ne? Also um auf so ein Buch raufzugehen, braucht sie ja eine Stufe, die muss dann auch da irgendwie aufgebaut sein. Und als jetzt wirklich der Abschluss, die Welt der Vielfalt. Wir hatten einen schönen Raum entdeckt, der, wie wir fanden, noch nicht adäquat genutzt wurde. Das ist ein ellipsenförmiger Raum, wo man natürlich sofort auf die Idee kommt, wir nehmen mal drei Beamer, machen so eine große 270-Grad-Projektion.
bauen noch ein bisschen Technologie ein, ein bisschen Kinect-Technologie, die eine Skeletterkennung dann hat. Und das große Abschlussspiel ist dann so, dass man, egal welche Tour ich wähle, ich kann mir halt Dinge, die mir gefallen, so ein bisschen wie bookmarken oder am Ende nochmal auf dem Screen auswählen. Da gibt es dann so Fantasiewesen. Vielen Dank an unsere Illustratorin, die das ganz liebevoll gezeichnet hat. Da gibt es so ein Rhododendron-Wesen, das kann ein Pflanzenwesen etc. Oder hier, das sind die Wesen, die es dann eben in der spirituellen Tour gibt. Oder hier gibt es die Tierwesen. Fand ich auch schön, so ein Fisch mit Armen. Aber wir brauchten halt Arme für die Interaktion. Pascal sieht auch nicht ganz so glücklich aus, aber macht seinen Job trotzdem ganz prima, wie ich finde. Und man kann am Ende eben drei Sachen auswählen. Und kann dann, auch da Dank an eine Kollegin, die das mal vormacht, dann aus verschiedenen Einzelteilen generierten Wesen dann in dieser Welt der Vielfalt rumtanzen. Und das Gerät kann 8 verschiedene Menschen differenzieren. Das heißt, sie macht das alleine, aber der Großteil ist, dass es da große Tierballett gibt, gerade wenn da Kinder drin sind. Also das, genau, ich muss das nochmal für die nächste Präsentation verspreche. Ich filme mich mal so eine Kindertruppe da ab. Ein großer Spaß. Natürlich technisch aufwendig, aber sozusagen ein ganz schöner, würdiger Abschluss für den Rundgang, den die Leute haben und vielleicht für unsere Präsentation. Vielen Dank. Ja.